Franz? Da wird ein Franz Bosch gesucht. Wer ist noch am Apparat? Sein Vater. Ach. Ja, warte, ich geh mal hin. Herr Bros, hier ist der Ulrich. Der Franz ist noch in der Uni. Kann ich ihm was ausrichten? Herr Bros? Sind Sie noch da, Herr Bros? Er ist noch in der Uni? Ja, er hat noch ein Gespräch mit dem Berthold wegen einer Seminararbeit. Soll er Sie zurückrufen, wenn er kommt? Hallo? Dr. Bros? Nein. Danke. Ein Rückruf erübrigt sich. Ich wollte nur mal anrufen, mal hören, wie es dir geht. Was ist denn, Vater? Irgendetwas passiert? Nein, nein. Warum rufst du denn an? Das ist kein besonderer Grund. Du rufst dir doch nie an. Warum heute? Es war mir nur danach, dich anzurufen. Entschuldige und nimm es mir bitte nicht übel. Und alles Gute. Hallo. Hey, grüß dich, dein Vater da. Ja und? Du sollst nicht zurückrufen. Stell mir auch mal sowas. Ich ruf ihn mal an. Darf ich mal telefonieren? Bitte schön. Hallo? Hallo Vater, hier ist Franz. Du hast angerufen? Ich habe hier auf meinem Schreibtisch einige Notizen liegen. Eine Niederschrift. Was denn für eine Niederschrift? Ich habe doch einige Anlagen gemacht, in ziemlichen Umfang. Angelegt, was wir besitzen. Alles, mein Junge. Rat eines Mannes gehandelt, der vorgab, von Anlagen etwas zu verstehen. Was tut dir leid? Wir haben alles verloren, Junge. Ich bin betrogen worden. Aber ich habe auch betrogen, dich und deine Schwester. Ich hätte wissen sollen, dass ich von Geschäften nichts verstehe, dass ich unfähig bin, mit Geld umzugehen. Wir sind am Ende, Junge. Ich bin am Ende. Ich bitte euch, verzeiht. Entschuldigt mich. Bitte. Vater!
Ich muss nochmal telefonieren. Hier ist Franz, Herr Haber. Können Sie mal schnell zu uns rübergehen? Irgendwas ist mit meinem Vater. Wieso? Was denn? Er war eben so seltsam am Telefon. Bleib mal am Apparat, Franz. Er ist nicht da, aber die Wohnungstür stand offen. Vielleicht ist er raus auf die Straße. Bitte schauen Sie nach ihm. Mach ich, Junge, ist doch klar. Ich komme sofort. Tot, Bettina. Er ist tot. Er hat sich aufgehängt. Nein! 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 Oh. 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 Kriminalpolizei. Selbstmord? Mein Name ist Haber. Ich bin der Wohnungsnachbar. Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Mhm. Hier lang, bitte. Ja. Wir haben ihn runtergeholt. Wieder Belebungsversuche gemacht. Aber tot ist tot. Es ist zweifelsfrei, Fremdverschulden auszuschließen. Fremdverschulden auszuschließen? Steht doch alles da drin. Da steht der Name des Mörders. Ich verstehe Ihre Aufregung, aber
Mord und Selbstmord sind zwei verschiedene Delikte. Darf ich mal die Maschine benutzen? Ja, sicher. Ist, was er angerichtet hat. Ja, Bruder, wenn du zu Hause. Ja, Bruder. Haflinger Weg 3. Die Nummer, gib mir die Nummer. Den Kerl anrufen ist meine Sache. Ja, bitte. Darf ich fragen, mit wem ich spreche? Sagen Sie doch, wer Sie sind. Hier spricht Brosch. Sagt Ihnen das was? Nein. Ich möchte gern Herrn Müller Brode sprechen. Sagen Sie ihm, hier ist Brosch. Moment bitte. Hans? Ja? Komm doch mal schnell. Was ist denn? Telefon für dich. Also, wer ist dran? Brosch. Brosch? Hast du gesagt, dass ich da bin? Ja, ich hab nur gesagt, Moment bitte. Moment bitte, heißt, ich bin da. Du bist also lieber nicht da? Nein. Für den Mann bin ich nicht da. Also sag ihm. Oh Gott, Mama. Was sag ich dem denn? Der Mann geht mir irrsinnig auf den Wecker. Irgendwie müsst ihr begreifen, dass es keinen Zweck hat, mich anzurufen. Hier, komm. Lass dir was einfallen. Ich würde sagen, dass du Mühe hast, dir etwas einfallen zu lassen. Mach mich nicht wahnsinnig! Mir steht alles bis zum Hals und der Mann auch! Hallo? Ja, ich bin noch da. Es tut mir leid, mein Mann fühlt sich nicht wohl. Er kann leider nicht an den Apparat kommen. Kann ich etwas ausrichten? Ja, das können Sie. Mein Vater ist tot. Er hat sich aufgehängt. Sagen Sie Ihrem Mann, dass ich ihn zur Rechenschaft ziehen werde. Er will also nicht ans Telefon kommen, ja? Nein, ich habe Ihnen doch gesagt, er fühlt sich nicht wohl. Dann komme ich zu ihm. Hat er doch was gesagt? Der Sohn war am Apparat. Ja, und? Sein Vater hat sich erhängt. Aufgehängt? Er will herkommen und dich zur Rechenschaft ziehen. Sie sagt, ich aufgehängt? Wieder einer, den du auf dem Gewissen hast? Wenn der sich aufhängt, was kann ich denn dafür? Überhaupt nichts. Absolut nichts. Das ist doch wohl seine Sache. Anlagen sind Risiko. Weiß der Mann das denn nicht? Der Bursche kommt her. Ich mach nicht auf. Ich will dir nicht sprechen. Hast du mich verstanden? Natürlich. Was der sagt, will ich wissen, was der sagt. Was soll er schon sagen? Er wird dich gar nicht erst reinlassen. Die Tür macht er gar nicht erst auf. Dann werde ich sie eintreten, die Tür.
Karina! Ja, ich bin hier. Ja und? Alles zu? Kellertür? Du hast sie ja selbst abgeschlossen. Fenster. Die Fenster sind zu. Was denn? Gib wieder weg. Daran, mich mit so einem Burschen heilen zu lassen, der ist doch verrückt. Ich weiß, dass Sie da sind. Machen Sie auf oder ich trete die Tür ein. Hauen Sie ab! Ich habe mit dem Tod Ihres Vaters nichts zu tun! Gar nichts! Hören Sie, wenn Sie nicht aufhören, mich zu belästigen, dann hole ich die Polizei! Ich kriege Sie! Und ich werde Sie umbringen! So wie Sie meinen Vater umgebracht haben! Gehört, was der Mann gesagt hat. Ich werde sie umbringen. Das hat er gesagt. Und das muss ich doch wohl ernst nehmen, oder? Oder muss ich nicht? Ich meine, der Mann, der hat mich doch bedroht. Er hat mir gedroht. Na gut, also, was mache ich? Vielleicht rufst du wirklich die Polizei an. Rein doch keinen Blödsinn! Wenn der Bursch dich wirklich aufgehängt hat, dann... Was dann? Das erschwert doch meine Lage. Ich stehe vor einem Prozess, das weißt du doch ganz genau. Was mache ich bloß? Was mache ich? Ich kann jetzt keine Emotionalisierung meines Falles brauchen. Ein Toter passt mir gar nicht. Dr. Schwede. Ja, natürlich, Dr. Schwede. Das ist doch eine Sache für einen Anwalt. Natürlich für einen Anwalt. Der kann mir doch sagen, wie ich mich verhalten soll in so einer Situation. Dr. Schwede? Ja, warum nicht Dr. Schwede? Ja, ich sag ja nichts. Ja, hier, Grosinger. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Dr. Schwede, einen Moment bitte. Ach, Herr Schwede, übernehmen Sie doch mal. Müller-Brode ist am Apparat. Müller-Brode? Auf eins? Ja, Schwede? Ja, Herr Müller-Brode, was gibt's denn? Als Brosch? Oh, das ist aber unangenehm. Äußerst unangenehm. Das können wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Der Sohn will Sie umbringen? Ja, natürlich. Hören Sie, wir dürfen jetzt nichts an die große Glocke hängen. Wir dürfen kein Aufsehen erregen, überhaupt keins. Was ich tun kann, ja. Ja, ich werde mit der Polizei sprechen, ich kenne da einige Leute. Ja, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ja. Einer der Klienten von Müller-Brode hat sich aufgehängt. So kurz vor dem Prozess?
Für diese Müller-Brode werden Sie kaum einen Freispruch erwirken können, lieber Kollege. Weshalb wollen Sie denn mit der Kripo sprechen? Otto, muss man sowas ernst nehmen? Verzweifelte Menschen muss man immer ernst nehmen. Kannst du auch nicht schlafen? Nein. Ich habe ihn ständig vor Augen. Da unten. Franz. Ich will nicht wahnsinnig werden. Hallo, Herr Derrick. Ich habe gehört, dass Sie im Haus sind. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Guten Tag, Dr. Schwede. Ja, natürlich. Ich habe mit einer Morddrohung zu tun. Was, Sie haben Sie? Nein, 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 nicht ich. Ein Klient von mir. Ja, was sagen Sie dazu? Kennen Sie den jungen Mann? Nein, nein, ich kenne nicht mal den Vater, weil der Sohn hat es ganz deutlich ausgesprochen, ich werde Sie umbringen. Und jetzt meine Frage, kann man meinen Mandanten unter Polizeischutz stellen? Aber nein, das kann man nicht. Sie wissen selbst, die Gründe dazu reichen nicht aus. Der junge Mann macht also Ihren Klienten für den Tod seines Vaters verantwortlich. Ja. Ja, und? Ist er dafür verantwortlich? Ja, nein, Sie übertragen Sie natürlich. Ja, ich kann Ihrem Klienten eigentlich nur raten, er soll sich mal mit ihm zusammensetzen, soll mit ihm sprechen. Soll ich mit ihm aussprechen? Habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Danke. Bettina! Bettina? Bettina. Es lag im Papierkorb. Das Letzte, was er geschrieben hat. Meinen Namen. Komm. Gehst du zur Uni? Gehst du zum Kindergarten? Wir müssen zum Pfarrer. Wie ist das überhaupt? Werden Selbstmörder christlich begraben? Früher wurden sie jenseits der Friedhofsmauer verscharrt. Ich verstehe plötzlich Leute, die Amok laufen. Das Nichtbegreifen zerstört den Vorgang normalen Denkens. Ich gehe zum Pfarrer. Nicht du. Dann erledige ich das andere. Hier spricht Müller-Brode. Ich rufe Sie an, weil mein Anwalt hat es mir empfohlen, mich mit Ihnen auszusprechen. Glauben Sie mir, der Tod Ihres Vaters hat mich ungeheuerlich betroffen gemacht. Ich bedauere es sehr, dass ich gestern den Mut nicht aufgebracht habe, Sie. Bitte kommen Sie her. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Thank you.
Hallo? Hallo? Melden Sie sich doch. Jemand hat den Hörer abgenommen. Herr Müller-Brode? Herr Müller-Brode ist tot. Ja, Dr. Schwede, was gibt's? Was? Ermordet? Wo wohnt dieser Müller-Brode? Ja. Danke. Gut, wir fahren sofort hin. Du sagst bloß, der junge Brusch hat seine Drogen wahrgemacht. Ja, sieht fast so aus. Hallo? Ist hier jemand? Wer sind Sie? Franz Brosch. Ich bin reingegangen, weil sich niemand gemeldet hat. Mhm. Die Tür war offen. Da fand ich den Toten. Der Tote ist Müller-Brode. Ich glaube schon. Ich habe den Mann nie vorher gesehen. Er hat mich gebeten, hierher zu kommen. Ja, es ist Müller-Brode. Sind Sie der junge Mann, dessen Vater sich umgebracht hat? Der Müller-Brode mit Mord bedroht hat? Ja. Muss ich Sie jetzt natürlich fragen, haben Sie Ihre Drohung wahrgemacht? Haben Sie diesen Mann umgebracht? Bitte warten Sie lieber einen Moment hier draußen im Wagen. Herr Brosch, wir nehmen Sie fest. Kommen Sie. Festgenommen. Dr. Schwedes Haus darf noch nicht betreten werden. Spurensicherung war noch nicht da. Ja, ja, verstehe. Ja, und was mache ich jetzt? Frau Müller-Brode wartet draußen im Wagen. Sie war bei mir, als ich hier anrief und jemand sagte, Müller-Brode sei tot. Das Haus darf nicht betreten werden, ehe die Ermittlungen abgeschlossen sind. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Guten Tag, Frau Müller-Brode. Mein Name ist Derek, Mordkommission. Mein Beileid. Danke. Wollen Sie den Toten sehen? Nein. Ich möchte keinen Anblick haben, den ich da nicht vergessen kann. Ich glaube, das Beste wäre es, wenn ich Frau Müller-Brode meine Wohnung anbieten würde, wenn Sie gestatten. Sie wäre dann jederzeit über mich zu erreichen. Ja, ist gut. Das ist sehr gut. Bettina? Ja? Franz ist verhaftet worden. Aber das haben Sie doch gesagt. Sie haben gesagt, ich werde Sie umbringen, wie Sie meinen Vater umgebracht haben. Das waren doch Ihre Worte. Ja, das waren meine Worte. Ich leugne nicht, dass ich den Gedanken hatte, diesen Menschen umzubringen. Als er mich anrief und sagte, kommen Sie her,
Da wusste ich noch nicht, was ich tun würde. Mord, wenn Sie mich fragen. Ich wäre dazu imstande gewesen. Aber dazu kam es nicht. Der Mann war schon tot. Ach, hören Sie doch auf. Das ist doch eine Ausrede. Sie erfinden hier den großen Unbekannten. Die Tür sei offen gewesen. Wer soll das glauben? Müller Brot hat sie hier reingelassen. So sind Sie ins Haus gekommen und nicht anders. Und dann haben Sie das wahrgemacht, was Sie sich vorgenommen haben. Sie haben den Mann umgebracht. Nein, nein, nein! Die Haustür stand offen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin reingegangen und habe gerufen, hallo, ist da jemand? Es hat sich niemand gemeldet. Ich nehme an, das Ganze wird sich aufklären, Bettina. Irgendwie. Ich habe inzwischen gelesen, was dein Vater da aufgeschrieben hat. Ich sage dir, dieser Müller Bohl hat eine Menge Feinde gehabt. Und du glaubst, er war es? Ja, natürlich war es. Ich meine, so wie der da saß, hatte der die Tat noch in den Knochen. Was studieren Sie? Kunstgeschichte. Wie mein Vater. Hat sich sein Leben lang mit der Vergangenheit befasst. Ja, also Sie fanden den Toten, sagten Sie, den Sie nicht kannten. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen oder die Nachbarn? Hätte ich? Naja, gut, ich finde, es wäre eine normale Reaktion gewesen. Andererseits, als der Anruf kam, haben Sie sofort den Telefonhörer abgenommen. Warum? Was ist? Machen Sie zu. Warum? Ich weiß nicht. Tja, haben Sie gewartet, nicht? Dann haben Sie gewartet, bis die Polizei kam, Herr Brosch. Warum? Ich dachte, das sei der Platz, an dem ich bleiben musste. Er sagte, mein Vater hat uns beigebracht, vor einer Situation nicht davonzulaufen. Das mache alles nur schlimmer. Du glaubst ihm also? Tja, weißt du, es hat einen gewissen Eindruck auf mich gemacht. Auf den Haftrichter? Auf den überhaupt nicht. Na, ist der Lampenfuß untersucht worden? Ja, aber auf diesem Material gibt es keine brauchbaren Fingerabdrücke. Wie können Sie meinen Bruder einsperren? Er hat den Mann nicht umgebracht. Er hat es nicht getan. Hören Sie, wir treffen Ihren Bruder an, der sitzt neben der Leiche. Völlig fertig, völlig apathisch. Ich meine, sowas ist doch eindeutig. Jetzt kommen Sie hier angelaufen und wollen uns erzählen, dass es nicht war? Er ist nicht der Mörder, ich weiß es. Fräulein Brosch, kommen Sie mal hin, setzen Sie sich. Kommen Sie, da ist ein Stuhl. So. Bitte. Sie sind Kindergärtnerin. Ja. Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater? Toll. Es hätte nicht besser sein können. Wo waren Sie zur Tatzeit gegen 11.30 Uhr? Beim Pfarrer wegen der Beerdigung. Kannten Sie den Toten? Haben Sie ihn jemals gesehen? Nein. Gut, danke. Sie können gehen. Na und? Was brachte jetzt die sanfte Tour? Noch nicht viel. Aber es ist ein interessantes Mädchen und ich möchte mehr über sie wissen. Kann ich mal reinkommen? Bitte. Danke. Kommissar, gibt uns die Ehre. Mein Name ist Haber. Guten Tag. Für die Kinder Brosch, ein lebenslanger Nachbar. Sie sind wie meine Kinder. Ich selbst habe keins. Und Sie haben Franz verhaftet. Da haben Sie aber einen riesigen Fehler gemacht. Sie entschuldigen, wenn ich Ihnen das ganz offen sage. Sie kennen den Jungen nicht so wie ich. Der geht hoch wie Brauselimonade, aber der ist kein Mörder. Wissen Sie, Vornehmheit, das ist eine von den Eigenschaften, die immer mehr abnehmen.
ja sogar in Verruf geraten. Was nicht heißt, dass der Mann, der umgebracht wurde, nicht seinen Tod verdient hat. Haben Sie sich schon befasst mit diesem Mann? Gib ihm doch mal das, was dein Vater aufgeschrieben hat. Ein Typ, der das Geld anderer Leute nimmt und tut, als sei es von diesem Augenblick an sein eigenes. Sein eigenes. Wir haben es mit einem skrupellosen Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu tun. Vielleicht sehen Sie den Mord an diesem Mann mal unter diesem Gesichtspunkt. Die Wohnung ist groß genug. Ein Hotel wäre nicht gut gewesen. Morgen sind die Zeitungen bestimmt voll von Mordfall Müller-Groth und das können wir im Moment nun überhaupt nicht gebrauchen. So, jetzt kriegen Sie erstmal was zu essen. Ich habe ein Restaurant, was mich versorgt. Ich lebe allein und Kochen ist nicht unbedingt meine stärkste Seite. Tja, da sind wir jetzt in einer schönen Situation. Wie soll ich das alles nur überstehen? Anwaltskanzlei Grösinger & Co. Oh, guten Morgen, Herr Dr. Morgen, Dr. Schwede. Entschuldigen Sie, ich bin etwas verspätet. Morgen. Kommen Sie doch herein. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Vielleicht sehr gefühlt. Nein, nein, danke schön. Ich bin neugierig, was sich ereignet hat. Die Situation am Tatort schien ja recht eindeutig. Ah, wissen Sie, Dr. Schwede, eindeutige Situation, die gibt's gar nicht. Es gibt Situationen, die eindeutig aussehen. Ja, guten Tag, Herr Dr. Grösinger, wie nett Sie zu sehen. Ich habe gehört, dass Sie im Hause sind. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Nun, hat der junge Mann ein Geständnis abgelegt? Nein, das hat er nicht. Hat er nicht? War er es denn nicht? Tja. Wissen Sie, ich habe den Fall meinem jungen Kollegen überlassen. Dieser Müller-Brode war einer von jenen, die eine Verurteilung erwachen von 3-4 Jahren, dann auf die Bahamas fahren und mit den verbliebenen Millionen ein herrliches Leben führen. Entschuldigen Sie, Derek, ich lasse mich immer noch von meinen Gefühlen hinreißen. Sie auch? Ja. Ich will auch gar nicht damit aufhören. Und warum sind Sie hier? Ja, Frau Müller-Brode. Eine reizende Frau. Mit einem Fehler. Und der wäre? Wie konnte sie diesen Mann heiraten? Ich höre, sie war zur Tatzeit in unserem Büro. Ja, sie war hier. Sagen Sie bitte, Dr. Schwede, wann war das genau? Genau? Sie fragen nach der genauen Uhrzeit? Ja. Ja, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich telefonierte mit Müller-Brode, da meldete sich der junge Borsch, sagte, Müller-Brode sei tot und danach habe ich Sie in Ihrem Büro angerufen. In derselben Minute. Mhm. Also, Frau Müller-Brode war hier. Ja, aber seit wann? Seit wann? Ja, sie war... Wie lange sie schon da war? Ja, eine ganze Weile. Mhm. 5 Minuten, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde. Ich stelle fest, es ist gar nicht so leicht, Zeuge zu sein. Sie fragen nach Minuten, 10, 20, 30. Es waren eher 30. Ich hatte noch einige Telefonate zwischendurch. Ja, 30 Minuten könnten es durchaus gewesen sein. Ah. Ja, dann kommt sie also als Täterin nicht in Frage. Hatten Sie das in Betracht gezogen? Ja, natürlich. Das musste ich in Betracht ziehen. Dass Frau Müller-Brode ihren Mann getötet hat. Dass sie sich in ihren Wagen setzt, zu ihnen kommt, zu ihrem Anwalt, ihn um Rat bittet. Aber jetzt gehen Sie zu weit, Derek. Ja, das finde ich auch. In einem solchen Fall hätte er selbstverständlich gesagt, stellen Sie sich der Polizei. Ich bitte um Entschuldigung. Sagen Sie, Frau Müller-Brode, befindet sie sich immer noch in ihrer Wohnung, Dr. Spähne? Bei Ihnen? Ja. Ja, ich hatte ihr den Rat gegeben, das Haus nicht zu verlassen. Dann melden Sie mich bitte an. Ja, gerne. Ja, man hat mich angerufen. Kommen Sie noch herein. Danke Ihnen. Wann
Wann kann ich wieder in mein eigenes Haus? Oh ja, richtig. Ihr Haus ist freigegeben. Sie können jederzeit wieder einziehen. Dann sind Sie ja hier sehr gut untergekommen. Ja, sehr gut. Es ist eine große Wohnung. Ich bin doch der Schwede zu Dank verpflichtet. Besteht eine persönliche Beziehung zwischen Ihnen und Dr. Schwede? Wie meinen Sie? Ja, eine solche Beziehung stellt sich doch manchmal ein, zwischen einem Anwalt und seinen Klienten. Nun ja. Mein Mann und ich sind öfter mit ihm ausgegangen, haben miteinander gegessen. Also, doch so etwas wie eine freundschaftliche Beziehung. Ja, so könnte man sagen. Ach ja, Sie haben gestern Ihren Anwalt aufgesucht. Warum? Warum? Bitte. Danke. Der Prozess gegen meinen Mann. Warum hat Ihr Mann den Anwalt nicht aufgesucht? Dr. Schwede sprach lieber mit mir. Warum? Warum lieber mit ihm? Er hielt mich für sachlicher. Mein Mann reagierte oft zu hitzig, zu aufgebracht. Sie waren da also sachlicher, vernünftiger? Nach Meinung von Dr. Schwede war ich das. Sehen Sie sich auch so sachlicher, vernünftiger? Ja, der kommende Prozess setzte meinem Mann sehr zu. Seine Persönlichkeit veränderte sich. In welcher Weise? Seine Stimmungen wechselten ständig. Er wurde in gewisser Weise unberechenbar. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann? Wie darf ich die Frage verstehen? Ganz einfach. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu ihm? Ach, wissen Sie. Unsere Ehe war so gut oder so schlecht wie die meisten. Nee, verstehe. Also Sie waren natürlich auch so eine Art Mitarbeiter in den geschäftlichen Dingen, nicht? Nein. Nein, aber Sie waren doch immerhin so gut informiert, dass der Anwalt sich Ihnen mühelos verständlich machen konnte. Allerdings. Wann haben Sie Dr. Schwede gestern aufgesucht? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Ja, er sagte, Sie seien etwa 30 Minuten bei ihm gewesen, ehe Ihren Mann anrief und der junge Brosch am Telefon war. 30 Minuten? Sonst mehr oder weniger? Der Mann ist Anwalt, er wird wissen, was er sagt. Warum lächeln Sie? Das ist ein erstaunlicher Satz. Warum ist das ein erstaunlicher Satz? Ich halte ihn dafür. Ah ja, wie ich schon sagte, Sie können zurück in Ihr Haus, wenn Sie wollen, fahre ich Sie sehr gerne hin. Oder bleiben Sie lieber hier, in der Wohnung von Dr. Schwede? Nein. Vielen Dank. Kann ich mit heimkommen? Dass ich sie anfasse. Was versprechen Sie sich davon? Ich kann nicht ausschließen, dass Sie der Täter sind. Ich? Aber Sie haben ihn doch. Er saß neben der Leiche meines Mannes. Dort haben Sie ihn gefunden, festgenommen und angesperrt. Das habe ich doch richtig verstanden. Vormittag saß ich hier, allein mit meinem Mann. Er sagte, geh du zum Anwalt.
Außerdem weißt du, dass der junge Brosch kommt. Ich muss mit ihm reden, damit er mir nicht mit seinem toten Vater die Presse verrückt macht. Bei diesem Gespräch will ich niemand dabei haben. Bitte. Na, wie geht's Ihnen? Ich bin noch nie in einem Gefängnis gewesen. Ja, ich verstehe. Kommen Sie, setzen Sie sich. Haben Sie über unser gestriges Gespräch noch einmal nachgedacht? Geht das jetzt schon wieder los? Nein. Ihre Schwester kommt hier. Meine Schwester? Ja, warum denn? Wieso, warum? Wollen Sie sie nicht sehen? Doch schon. Ich weiß bloß nicht, wozu das gut sein soll. Sie soll kommen. Warum kommst du hier? Du musst doch nicht herkommen. Ich kann dich doch nicht allein lassen. Ich mach das hier schon. Ich bin hier, weil ich eine Aussage machen will. Was denn für eine Aussage? Du kannst keine machen. Doch. Du kannst keine machen. Lass mich doch reden, bitte. Ich habe ihn umgebracht. Du bist verrückt, das ist nicht wahr. Ich weiß. Ich sagte, ich gehe zum Pfarrer wegen der Beerdigung. Ich bin nicht hingegangen. Ich sah nur vor meinen Augen, was mein Vater als letztes auf ein Blatt Papier geschrieben hat. Bettina. Bettina. Ich konnte nicht anders. Ich bin hingefahren, hab diesen Mann aufgesucht und hab ihn getötet. Das ist doch Wahnsinn, Bettina! Warum sagst du das? Nichts stimmt, überhaupt nichts! Warum erzählst du das? Warum? Ich hab es getan, ich! Nehmen Sie mein Geständnis auf. Schön, was? Was ist daran schön? Dass wir nun Bescheid wissen. Jetzt haben wir zwei Geständnisse. Und keins ist richtig. Jeder will den anderen schützen und wahrscheinlich hat es keiner getan. Hol mir noch mal das Mädchen rein. Fräulein Brosch? Kommen Sie bitte. Also, Frau Brosch, in Ordnung, Sie gingen nicht zum Pfarrer, sondern Sie haben den Mann aufgesucht, den Sie für den Tod Ihres Vaters verantwortlich machen. Ja. Sie klingelten an der Tür. Ja. Müller-Brode machte ihn auf. Ja. Ja, was sagten Sie zu ihm? Na, er kannte Sie ja nicht, oder kannte er Sie? Nein, ich sagte ihm, wer ich bin und dass ich mit ihm sprechen müsste. Dann ließ er Sie herein. Ja. Und sie ging mit ihm zusammen die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer. Ja. Sind Sie sicher? Ja. Fräulein Brosch, Sie waren nie in diesem Haus. Sein Arbeitszimmer liegt zu ebener Erde. Sie können gehen. So, jetzt brauchen wir das dritte Geständnis, die Wahrheit. Nein, Dr. Krosinger ist in einer Besprechung. Eine Stunde wird's bestimmt dauern. Herr Derek? Wir haben auf Sie gewartet, wir hörten, dass Sie eine Verabredung außer Haus hatten. Mit Frau Müller-Brode? Ja, ja. Was kann ich für Sie tun? Gespräch unter vier Augen. Aha. Wollen Sie so lange warten? Wird es lange dauern? Nein, nicht sehr lange. Gut, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Möchten Sie einen Kaffee zwischendurch? Frau Born, bitte einen Kaffee. Ich möchte gerne einen Kaffee. Aber ich hätte gerne einen mit Ihnen. Und wenn Sie dann Dr. Krosinger Bescheid sagen, ja? Ich bleibe nämlich hier. Worum geht es denn, Herr Derrick? Ja,
Ich warte noch auf Dr. Krosinger. Auf Dr. Krosinger? Ja, bitte, was gibt's, Herr Terbeck? Ich bin gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Sie wissen bereits, um was es geht? Nein. Wir haben ein Geständnis. Ein Geständnis? Wir haben sogar zwei. Zwei? Wieso haben Sie zwei? Der junge Brosch hat ein Geständnis abgelegt und auch seine Schwester. Ja, was bedeutet denn das? Das ist doch wohl... Was wollen Sie sagen? Ja, ich meine, das ist doch wohl eins zu viel. Das eine hebt das andere auf. Ja, und wie versteht man das? Ja, dass weder der junge Brosch als Täter in Frage kommt, noch seine Schwester. Worauf wollen Sie hinaus, Derek? Dr. Krosinger, ich würde sehr gerne noch mal auf Müllerbrode zurückkommen. Sie sagten, es ist einer von denen, die 3-4 Jahre bekommen, dann auf die Bahamas fahren, wo sich die verbliebenen Millionen befinden. Nur einen Augenblick, bitte. Ich gab lediglich meine private Meinung weiter. Ja, ja, ist richtig, ja. Ist das auch Ihre Meinung? Was wollen Sie wissen? Ob das auch in diesem Fall zutrifft? Hat Müllerbrode Millionen beiseite gebracht, ins Ausland geschafft? Das weiß ich nicht. Möglicherweise, aber... Ja, nun ist Müllerbrode tot und die Millionen, die sind ja immer noch im Ausland. Sagen wir ruhig auf den Bahamas, ist das richtig? Wem gehören die denn jetzt? Besser gefragt, wer kann da jetzt dran? Frau Müllerbrode nehme ich an. Sehen Sie, und das macht Frau Müllerbrode auch so interessant. Ich habe sie nach ihrem Verhältnis zu Ihnen gefragt, Dr. Schwede. Aber Herr Derek... Sie sagt, es war freundschaftlich. Nicht? Das muss es ja auch wohl gewesen sein, denn Sie haben ja sofort Ihre Wohnung angeboten. Aber was unterstellen Sie denn da? So, und jetzt wollen wir noch einmal von gestern reden. Frau Müllerbrode kam zu Ihnen. Wie? In welcher Verfassung? Was wollte sie von Ihnen? Das habe ich Ihnen ja gesagt. Ja, ja, Sie sagten, es habe sich um einen ganz normalen Termin gehandelt. Frau Müllerbrode sei 30 Minuten bei Ihnen gewesen, ehe Sie telefonierten und erfuhren, dass Müllerbrode tot sei. Das stimmt nicht. Es waren keine 30 Minuten. Sie hätten ihr Personal vergattern müssen. Ihre Dame am Empfang, die erinnert sich genau. Frau Müllerbrode kam in höchster Erregung her. Und bereits nach 10 Minuten verließen sie beide in großer Eile dieses Haus. War es nicht so, Dr. Schwede? Aber Herr Derek... Moment. Wir wissen ja noch gar nicht genau, was passiert ist. Keine Panik. Wir müssen in aller Ruhe überlegen. Sie haben Ihren Mann niedergeschlagen. Im Streit, sagen Sie. Im Verlauf einer Auseinandersetzung, als er die Beherrschung verloren hat. Also ohne Vorsatz. Hier handelt es sich um einen Unglücksfall. Frau Müller-Bode, wir wissen ja noch gar nicht, welche Art seine Verletzung ist. Bitte setzen Sie sich wieder hin und beruhigen Sie sich. Ich werde mal telefonieren, vielleicht... Vielleicht kommt ja mal eine Nachricht. Hallo? Hallo? Melden Sie sich doch! Jemand hat den Hörer abgenommen. Herr Müller-Brode? Fehler machen. Aber wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Aber Herr Dr. Schwede. Ich danke Ihnen.
Das genügt mir im Moment. Kommen Sie mit. Dr. Schwede hat er wohl zu mir versprochen. Ja. Thank you.